Meine Damen, meine Herren, mein vierter Verein in der Saison 2022-23 bin ich aber dennoch in Hamburg geblieben und wechsle vom HSV zum FC St. Pauli. Die sind Tabellenletzter. Es ist der 17. Spieltag. Mein Charakter hier im Spiel hat jetzt mal ein halbes Jahr Urlaub gehabt. Gucken wir uns mal einmal an, wie es ihm mir privat geht. Ich habe immer noch 1,96 Millionen auf der hohen Kante. Wohne jetzt aber zur Miete. Ja, das Spiel checkt nicht, dass ich ja eigentlich in Hamburg geblieben bin. Da muss ich mir halt jetzt eine neue Eigentumswohnung kaufen. So, Gehaltsentwicklung. Ja, dritte Saison war die, wo ich am wenigsten verdient habe. Heißt das, dass der SC Paderborn besser bezahlt hat als der HSV? Vielleicht. Aber Werder Bremen hat wahrscheinlich in den ersten beiden Jahren so den Ausschlag gegeben. Es geht uns finanziell auf jeden Fall gut. Und wie sieht es denn hier so in der Liga aus? Mainz auf 1, Gladbach vor Bayern, vor Stuttgart, Schalke, Hamburg, Dortmund, Bremen, Leverkusen, Leipzig, Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg, Darmstadt, Freiburg, Köln, Augsburg und dann wir. Wir haben 13 Punkte nach 16 Spielen. Wir haben nur 3 Punkte Rückstand auf, nicht Abstiegsrang. Mainz, Tabellenführer mit 4. Mainz ist schon ein sicherer Herbstmeister. Das ist sicherlich interessant und brisant. In der zweiten Liga haben wir Hertha, Bochum und Düsseldorf auf den ersten 3 Plätzen. Auf den Abstiegsrängen Ingolstadt, Regensburg, Kaiserslautern, Kiel. Ja, meinen ehemaligen Verein geht es gar nicht so schlecht. Hier Paderborn auf Platz 4 in der zweiten Liga. HSV auf 6 in der Bundesliga und Bremen auf 8. Also denen geht's gut. Wir haben 38,9 Millionen auf dem Konto. Ja, das wird immer so ein bisschen an Anstoß auch kritisiert, dass die Vereine alle sehr schnell sehr viel Geld anhäufen. Und irgendwas wurde ja beim Project User File geändert, dass das nicht mehr so ist, auch wenn ich mich immer noch frage, wie die in der Lage sind, das zu ändern. Aber vielleicht ist das auch der Grund, dass man hier auf Platz 18 steht, dass hier irgendein Idiot vorher am Werk war, der das Geld hier bunkert und es nicht ausgibt. Ist ja ein Fehler, den ich selber auch schon irgendwann mal gemacht habe. So, wir haben hier Verletzungen. Kreuzbandriss bei Becker. Der ist bald wieder fit, war aber ewig verletzt. Kreuzbandriss ist ja so bekannt als ungefähr schwerste Verletzung, die man haben kann. Im Fußball, Buchtmann ist auch bald wieder da. Aber gucken wir uns mal den Kader an. Da passt natürlich alles nicht auf ersten Blick schon. Wir haben 2 Innenverteidiger nur. Dass wir nur 2 Torhüter haben, das lasse ich mal erstmal gelten. Da kann man ja zumindest einen dritten Torwart aus der zweiten Mannschaft holen. Wir haben nur 2 Innenverteidiger. Was ist das denn hier bitte? Also ich muss ja jetzt gucken, was wir haben und irgendwie die Löcher stopfen. Wir haben ja hier Glück, dass man hier in dem Spiel auch jetzt im Dezember noch neue Spieler verpflichten kann. Ich weiß immer noch nicht, ob das... Oh, das ist ja brisant. Diamantakos. Ich weiß nicht, ob es jemand ist mit demselben Namen. Ich hatte ja damals auf meinem alten Kanal bei Anstoß 3 auch einen Diamantakos. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Allerweltsname ist, dass es da mehrere von gibt. Wäre natürlich lustig, sich hier wiederzusehen. Dann haben wir, also 4 Stürmer, das ist okay, die können auch alle offensiv, relativ allround technisch eingesetzt werden. 6er habe ich jetzt, defensives Mittelfeld nur 2. Ich muss ja jetzt gucken, welche Formation sich da am ehesten anbietet. Ich hätte ja gerne eben alles doppelt besetzt. Und Geld haben wir ja, an Geld mangelt es nicht. Also was wir uns erstmal, ich würde sagen... Ich spiele jetzt erstmal den 17. Spieltag und um Neuverpflichtung kümmern wir uns dann in der Winterpause. Machen wir das so. Aber Abwehrspieler brauche ich auf jeden Fall, vor allem Innenverteidiger. Co-Trainer habe ich keine, glaube ich. Da verpflichte ich jetzt einfach mal Florian Kohfeldt. Kommt auch aus Bremen, wir bleiben hier. Von wegen. Verhandlung gescheitert. Steffen Baumgart. Ihm verbindet mich als Paderborn natürlich einiges. Der steht zur Verfügung. Torwarttrainer Christian Pfander, ehemaliger Bremer. Habe ich auch noch einen guten Draht zu. So, dann haben wir... Ich brauche erstmal einen Top-Anwalt und eine Top-Statistik und eine Computerabteilung. Dafür gebe ich jetzt einfach mal Geld aus. Ansonsten spielen wir jetzt erstmal das 17. Spiel und Training einstellen, das macht der Baumgart. Spieler besuchen. 89. Oh, Tom Bark hat sich verletzt. Leichte Knieprellung. Gucken wir mal, wie es so wird. Hier Champions League, da haben wir Wolfsburg. Verliert gegen Man United. Gladbach verliert gegen Bilbao. Spielen gegen Augsburg. Die stehen auf Platz 17. Da könnten wir ja zumindest die rote Laterne hier
über die Feiertage abgeben. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall nicht mit Libero spielen. Ich spiele einfach mal mit Raute. 4-4-2. Baumgart soll mir einfach mal Aufstellung bauen mit dem System. So. Ich habe auch... Ja, da sieht man auch, dass der Kader so dünn ist, dass hier nur ein einziger auf der Tribüne sitzen muss. Eine Taktik mache ich aber mal kontrollierte Offensive. Abseitsfalle wurde krass trainiert. Stärke 18. Geil, dass man so eine krasse Stärke da haben kann. Ansonsten den Rest lasse ich erstmal so. Ja, der Rest sieht erstmal okay aus. Ich kenne die Spieler auch alle noch gar nicht so gut. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Ausverkauftes Millantor-Stadion. Da war ich ja auch schon mal damals in echt als Paderborn. Noch nicht in der Saison, als sie aufstiegen. Die hatten ja zwei Jahre vor dem ersten Aufstieg schon mal ein Spiel. Ein Endspiel am 34. Spieltag in St. Pauli in Hamburg. 2012 war das. Da hatten St. Pauli und Paderborn sowohl beide noch Chancen aufzusteigen. Paderborn hat 5-0 verloren, aber St. Pauli jetzt auch nicht genützt. St. Pauli wird dann ja, glaube ich, Vierter und Paderborn Fünfter. Auch schon fast 10 Jahre her. Birgit Prinz tippt 1-1. Das war das einzige Mal, wo ich am Millantor war. So, jetzt bin ich mal wieder da. Einwurf durch Diarra weit in den Strafraum. Munoz verlängert mit dem Kopf. Oh, der Ball geht ins Aus. Das wäre auch jetzt hier. Udo Kai sieht gelb. Klingt wie ein Herr der Ringe-Charakter. Jetzt war erklärt per Kopf. Eckball. Max zieht den Ball in die Strafraum mit der Casasola, wirft sich tapfer dazwischen, klärt erneut zur Ecke. Aveva wirft sich dazwischen, fälscht den Ball unglücklich ab und der Ball ist drin. 0-1, da liegen wir eben auch noch ein Eigentor. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das war die einzige Torszene in der ersten Halbzeit. Gelbe Karte für Max. Wir haben noch Zeit. Ah, Sansone verliert den Ball. Einwurf durch Diarra. Auf Gyökeres. Muss ich erstmal die ganzen Spieler kennenlernen, die Namen lernen. Jetfall klärt. Mich wundert es, dass der HSV so gut ist, obwohl wir ja gesehen haben, dass die unglaublich viele Spieler abgegeben haben. So, ich wechsle jetzt einfach mal mehrfach. Ich bringe Miyachi für Sansone ins linke Mittelfeld. Fährmann für Gyökeres. Müsste ihm taktische Gründe, sage ich einfach. Stelle mal auf Offensiv um. Borello auf Kübler. Der legt den Ball quer. Munoz marschiert nach vorne, zieht an, ist an Ripart vorbei. Kübler. Überlegter Schuss, 2 Meter vorbei. 82. Minute. Ja, auch fast ein Offensivspieler ja auf der Bank. Mein Kader muss in der Defensive wohl verstärkt werden, wobei jetzt in dieser Spielsituation müssen wir natürlich auch eher offensiv wechseln. Deswegen bringe ich mal noch einen dritten Stürmer. Ich nehme einfach mal Diarra raus. Spiele jetzt einfach mal so radikal offensiv. Leider verlieren wir mit 0-1 meinen Auftakt. Und wir behalten damit auch die rote Laterne. Augsburg. Ach, die mussten auch nicht viel tun für diesen Sieg. Das Tor war ein Eigentor. Eines der sehr seltenen Eigentore, die wir hier in diesem Spielstand sehen, generell in diesem Spiel sehen. Benjamin Lehner ist der Mann, das Spiel spielt, bekommt die Note 6 miserabel und das zurecht. Wir beenden die Runde auf Platz 18. Das kann man jetzt mir ja noch nicht ankreiden, aber ich werde alle Hände voll zu tun haben, das zu bessern. Vor allem die Heimbilanz liest sich desaströs. 3 Punkte in der Hinrunde zu Hause, 10 auswärts. So, Herbstmeister ist Mainz vor Bayern München. Die Bayern melden sich mal wieder zurück, ganz oben an der Spitze.
schlagen den HSV mit 1:0. Freiburg verliert gegen Darmstadt 0:1. Bremen spielt gegen Leipzig 2:2. Mainz spielt 1:1 gegen Wolfsburg. Dortmund, oh hier so kurz vor Weihnachten, das brisante Ruhrpott-Derby, verlieren sie mit 1:2 gegen Schalke. Köln gewinnt 1:0 gegen Frankfurt. Hoffenheim 2:1 gegen Gladbach. Stuttgart 1:1 gegen Leverkusen. Wir verlieren gegen Augsburg. Aber 5 Punkte Rückstand, das ist locker machbar auf Platz 15. Hamburg und Bremen auf 6 und 7. In der 11 des Tages ist hier niemand von uns, logischerweise. Das war ja auch eine miserable Leistung. Adam Gnezdar-Cherin geht von Nürnberg nach Nizza. Und Marco Dmitrovic von Eibar nach Freiburg. Ich muss jetzt hier am Kader einiges tun. Damit fange ich aber im Januar an. Wir machen jetzt hier noch ein Weihnachtsfeier. Und ansonsten machen wir nichts im Dezember. Fröhliche Weihnachten nicht bei Ihnen. Ein besinnlicher Abend, auch von der Krise überschattet. Lemon Cookie als Knecht Ruprecht. Trainer erwartet Leistungssteigerung im neuen Jahr. Ja, da kann ich jetzt schlecht was zu sagen. Ich kann ja jetzt nicht die vergangenen Leistungen kritisieren, die ja gar nicht unter meiner Regie passiert sind. Bisschen heuchlerisch jetzt hier diese Ansage. Ryo Miyachi hat mit Kampfsport ein neues Hobby. So, dann haben wir bauen wir hier aber schon mal an den Plan. So, es geht am 5.2. los. Gehen in Sportschule in Holland für 12 Tage, machen da Testspiel gegen Fika Lissabon, das klingt doch gut. Und gegen Hansa Rostock, hier machen wir mal ein Hallenturnier. Nehmen wir mal die Einladung von Borussia Mönchengladbach an. Und hier spielen wir mal noch gegen Ulm, in Ulm und um Ulm herum. Dann machen wir hier mal, ich kenne den Verein noch nicht so gut, dann hauen wir hier mal noch die Veranstaltungen hier raus. Gehen wir mal italienisch essen hier zum Jahresauftakt, Familientag, Jugendtag. Sponsorentag, das soll erstmal reichen. Ach scheiße, ich habe vergessen, Spieler brauche ich ja. Innenbandriss bei Avevor, ei ei ei. EM-Quali hier kurz noch vor Silvester. Dann brauchen wir jetzt mal einen konkreten Plan, wie wir transfertechnisch vorgehen. Geld haben wir ja ohne Ende, was ja bei St. Pauli auch nicht so selbstverständlich üblich ist. Alle Spieler sind wieder fit außer Avevor, der fällt zum Glück auch nur 18 Tage aus. Wo haben wir jetzt hier Lücken? Im Sturm sind wir gut aufgestellt, 4 gute Stürmer. Im OM sind wir auch fast schon überbesetzt. Buchtmann und Deli können auch auf anderen Positionen spielen. Wenn ich jetzt einfach mal angenommen, ich bleibe bei dieser Formation, dann bräuchten wir auch nicht unbedingt noch einen Sechser. Haben wir nämlich hier 2 Sechser und einen, der das nebenbei kann. Das reicht dann für eine Position. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, sind Abwehrspieler. Rechtsverteidiger haben wir 2, das reicht. Die können auch Innenverteidiger spielen, sodass das auch gerade noch so geht. Wir haben jetzt hier 2 Innenverteidiger, nur 2 nominelle Innenverteidiger, von denen jetzt auch einer auch verletzt ist und der eine nur Stärke 4 hat. Also wir brauchen auf jeden Fall mindestens 2 Innenverteidiger und einen Linksverteidiger auch und einen dritten Torwart, wenn es geht auch. Erstmal Innenverteidiger, da haben wir hier doch mal ein Angebot. Benjamin Schläpfler, kleines Talent, auch nur 20 Jahre alt, Stärke 7, das ist doch okay, gut, ein junger Mann. Gucken wir uns den nochmal an und einen dritten Torwart. Gucke ich einfach mal hier in die zweite Mannschaft. Okay, da habe ich jetzt nicht wirklich was. Paul Mehring. Gucken wir mal, wie. Den testen wir mal 4 Wochen. Sehe ich jetzt schon, wie stark der ist? Nö, sehe ich nicht. Aber als dritter Keeper wird er wahrscheinlich eh nicht so oft zum Einsatz kommen. Wann sehe ich denn? Wann erfahre ich denn seine Stärke? Ja, machen wir mal erstmal eins nach dem anderen. Das Essen beim Italiener war wie immer sehr lecker. Konstantin Frommann und Viktor Gyökeres vertragen sich wieder.
Hallenturnier bei Gladbach. Wir sind in Gruppe A Zweiter geworden. Wir haben gegen Gladbach gewonnen, gegen Wolfsburg unentschieden gespielt und gegen Mainz verloren. Dann haben wir aber im Halbfinale gegen Augsburg verloren und im Spiel um Platz 9 Meter schießen und Platz 3 auch verloren, haben den vierten Platz gemacht. 110.000, bezieht sich das jetzt auf uns oder auf den Veranstalter? Das Turnier gewonnen wurde vom FC Augsburg. Schiri Paul Armstrong hat eine teure Scheidung hinter sich und könnte in Geldnöten sein. Den Frauen und Freundinnen der Spieler gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass ihre Männer ihre Schuhe nicht selber putzen müssen. Das ist bei mir mehr meistens so. Scheffler wird hier von einigen Vereinen umworben. Er würde gerne kommen. Er spielt aktuell bei VfL Wolfsburg 2. Er ist Single, hat kein oder ledig, hat keine Kinder. 20 Jahre alt, 2002 nach 9-11 geboren. Flexibler Spieler, Vereinsanhänger, kleines Talent, beidfüßig, laufstark. Klingt gut. Kann man auf jeden Fall was mitmachen mit dem jungen Mann hier. Oh, warte mal, wie ist denn die Gehaltsstruktur so? Okay, da wäre er direkt einer der Spitzenverdiener und das bei einem kleinen Talent. Wäre schon grenzwertig, aber die anderen können sich ihre Gehaltserhöhung auch abholen. Und wie wir sehen, hat der Verein unglaublich viel Geld. Ich möchte ihm jetzt auch nicht so ein riesiges Grundgehalt geben, weil es sieht scheiße aus, wenn er dann mehr verdient als alle anderen. Als Boulay biete ihm deswegen ein Handgeld von 1 Million. Das ist bei so einem Punkrock-Club wie St. Pauli vielleicht auch seltsam hier so vernünftig mit dem Geld umzugehen, aber ich bin hier, um den Verein aus der Scheiße zu holen. Dann muss ich sowas auch machen. Er kriegt 1,5 Millionen Handgeld. Damit auf die Reeperbahn gehen und er wird viel Spaß haben. 1,8 Millionen. Ist immer noch zu schlecht. Was hat er denn für Probleme hier? 2,5 Millionen Handgeld ist mir recht nicht. Scheint auch ein Geldgeier zu sein. Ist er mir jetzt 3 Millionen Handgeld wert? Bin mir nicht sicher. Ah, er hat keine Lust mehr, da er die halbherzigen Angebote sagt. Komm dann, fuck off. Dann bleibt beim VfL Wolfsburg. So. Tom Bark hatte in diesen Tagen in der Schule eine wichtige Prüfung, ist nicht ganz bei der Sache. Ja, ich beende jetzt mal diesen Part. Wir haben noch Wechsel hier. Wo Jong wechselt von Freiburg nach Everton. Renaud Ripard wechselt von Augsburg nach Uerdingen. Und wir brauchen dringend neue Verteidiger. Und das werde ich im nächsten Part machen. Tschüss, bis dann.